Ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Macht ihr es wieder an? Geht weiter. Zum heutigen Motto: Frieden statt Aufrüstung, Trumps Kriegsbasen schließen. Wir beginnen nun, nachdem ja schon unsere Demo-Band Batuqueros gerade mit einer Trommeleinlage war. Danke, dass ihr wieder da seid. Wird uns jetzt am Klavier eine langjährige Ostermarsch-Teilnehmer, die bereits seit jungen Jahren dabei ist, die Ivana Schildbach, das Eingangslied für den Ansbacher Ostermarsch zum Besten geben. Das ist die Wort. Mach's mit ein bisschen lauter. Hallo, ich bin Ivana und mein erstes Lied heißt Pickel. Genau. Liebe Ivana, der Vorsitzende unserer Bürgerinitiative, der Pfarrer Meier, ist heute leider erkrankt. Von hier aus alles Gute für eine schnelle Genesung. Statt seiner spricht die Grußworte des Veranstalters die stellvertretende Vorsitzende unserer Bürgerinitiative, die Tanja Schwarz. Ja, im Namen der Bürgerinitiative Etzlangs begrüße ich Sie alle sehr herzlich zu unserem Ostermarsch. Ich grüße alle, die unter dem unerträglichen Fluglärm und der hohen Luft- und Umweltverschmutzung leiden. Und ich grüße Uwe. Danke. Und ich grüße ebenso alle, die nicht direkt unter den Auswirkungen der US-Basen leiden, aber aus Solidarität mit den Opfern der gegenwärtigen Politik heute mit uns auf die Straße gehen. Im Bündnis mit den Ostermärschen in vielen europäischen Städten fordern wir eine neue menschengerechte Politik. Auf dem Weg zu dieser politischen Alternative gibt es lokal betrachtet nur ein Ziel: die Schließung der US-Basen in Ansbach-Katterbach und Illesheim. Schluss mit dem Fluglärm, Schluss mit der Umweltverschmutzung und Schluss mit den Kriegsübungen in unserer Heimat.
Bei der Landtagswahl im Oktober wählen wir nur Parteien, die unseren Forderungen zustimmen für eine friedliche Heimat. Zum Schluss bleibt mir jetzt noch ein persönlicher Wunsch für morgen fleißige Osterhasen in der ganzen Republik, damit diverse Politiker im Land endlich Eier in der Hose haben. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Tanja, für diese erheiternden Worte. Ich freue mich, dass auch in diesem Jahr die Stadt Ansbach am Ansbacher Ostermarsch vertreten ist. Dieses Jahr zum ersten Mal zweiter Bürgermeister Martin Porzner. Herzlich willkommen am Ansbacher Ostermarsch. Anschließend hören wir ein Lied nochmal von der Ivana Schildkopf. Ja, liebe Friedliebende, liebe Freunde der Friedensbewegung, liebe Etz-Langs-Gruppe. Für mich ist es das erste Mal, dass ich hier sprechen darf. Die Friedensbewegung hat eine sehr, sehr lange Tradition. Seit Jahrtausenden gehen eigentlich Menschen auf die Straße, um für Frieden zu kämpfen. Und heute ist es aktueller denn je, wenn man die Entwicklungen in der Welt anschaut. Irgendwo steht Trump stoppen. Ich kann dem nur zustimmen. Denn dieses Säbelrassen, was da getrieben wird, das ist wirklich beängstigend. Und deswegen ist es so wichtig, dass Menschen ein Zeichen setzen, dass Menschen auf die Straße gehen und dass Menschen ganz klar zum Ausdruck bringen, wir wollen keinen Krieg. Es sind auch nicht die Menschen, die den Krieg wollen, sondern es sind die Mächtigen. Die Mächtigen, die aus den verschiedensten Motiven heraus meinen, dass sie Vorteile gewinnen, dass sie mehr Macht gewinnen, dass sie auch Glaube, Religion, all das sind Gründe, die für Krieg herangezogen werden. Wir brauchen das nicht. Wir brauchen Frieden und deshalb müssen wir auf die Straße treten und deshalb, die Zaungäste sind jetzt sogar hergekommen, das ist sehr schön. Mittlerweile ist es auch eine richtig ansehnliche Gruppe, aber ich wünsche mir, dass noch viel, viel mehr Menschen wieder auf die Straße gehen, um für Frieden einzutreten. In diesem Sinne, einen friedlichen Marsch, ein starkes Zeichen und schöne, gesegnete Ostern. Danke. Boris? So, das nächste Lied habe ich extra für den Ansbacher Ostermarsch geschrieben. Und lasst euch überraschen. Was bedeutet Sicherheit? Auf die Straße zu gehen, mit dem Wissen sein Zuhause wiederzusehen. Das bedeutet Sicherheit. Was bedeutet Flucht? Die Hoffnung auf ein besseres Leben. Doch so manche wollen anderen diese Chance nicht geben. Was bedeutet frei sein? Seine Meinung sagen zu können, ohne Angst zu haben. Aber was bedeutet Angst? Für mich FSK 18, für andere das Leben. Ich will in einer Welt aufwachen, in der alle Kinder lachen, weil sie in Frieden leben und die Gabe haben zu vergeben. Ich will in einer Welt aufwachen, in der wir gemeinsam lachen, weil wir zueinander stehen und jeden Weg gemeinsam gehen. Was bedeutet Hunger? Wieder nichts im Kühlschrank zu haben und zu wenig Geld. Diese konsumsüchtige Welt. Was bedeutet Durst? Für mich ist sauberes Wasser eine Selbstverständlichkeit, doch für
Ja, vielen Dank. Das war jetzt also sozusagen eine Weltpremiere hier im Bacher Ostermarsch und ich glaube, sie ist verdammt gut angekommen. Wir kommen jetzt zu unseren Gästen, zu unseren Hauptrednern am Ansbacher Ostermarsch. Ich freue mich sehr, dass der Artisch Gürbiner heute aus München gekommen ist. Er ist Spitzenkandidat der Linken für die Landtagswahl im Herbst. Ich persönlich kenne ihn aber seit 5 Jahren, als er ein Mitbegründer war einer Bürgerinitiative in der Oberpfalz gegen die Stationierung der dortigen Drohnen. Das zeigt auch, dass es geht ja nicht nur um Ansbach oder um Illesheim. Es geht schon darum, dass wir als Freistaat Bayern in gewisser Form eine Kriegsdrehscheibe sind. Ich denke, dass wir das Problem auch, das wissen wir alle, nicht komplett auf lokaler Ebene lösen können. Deswegen müssen wir uns vernetzen, wir müssen zusammenarbeiten und wir müssen unsere Thematik auf die Landes- und auf die Bundesebene heben und in diesem Jahr vor allem auf die Landesebene. Deswegen freuen wir uns auf seine Worte und auf seine Einschätzung zur Situation. Ja, liebe Friedensaktivistinnen, liebe Friedensaktivisten, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Ich komme tatsächlich mit Angst und Wut im Bauch. Angst deswegen, weil mir aufgefallen ist, dass noch nicht mal mehr wieder versucht wird, mit Vernunft, mit Logik und Moral Kriege zu begründen. Das hatten wir ja vor 20 Jahren mal. Da ging es ja darum, wir bringen Demokratie, wir bringen Frauenrechte irgendwo hin. Das war schon immer falsch, aber zumindest wurde es damals noch irgendwie genannt. Jetzt wird es immerhin ehrlicher, aber dann doch noch fast perverser. Ich nenne 3 Gründe, die mir die Angst machen. Zum einen gibt es im Nahen Osten in den letzten Jahren, glaube ich, eine Gegend, wo man wirklich sagen kann, da haben sich demokratische, selbstverwaltete Strukturen gebildet. Da wurden Männer und Frauen so weit wie möglich in dieser harten Situation gleichgestellt. Und das wird jetzt mit einem Schlag zunichte gemacht oder soll zunichte gemacht werden. Ich spreche von den Kurdinnen und Kurden, deren Stadt Afrin schon heimgesucht wurde und die noch andere Kantone verteidigen wollen, und zwar die tatsächlich demokratisch sind, die tatsächlich selbstverwaltet sind und wo Frauen und Männer gleiche Rechte haben. Und es ist eines der wenigen Gegenden im Nahen Osten, wo es tatsächlich aufwärts gegangen ist, übrigens ohne ganz, ganz große Einwirkung von außen. Ich rede von einem anderen Land. Und dieses
Dieses andere Land, das ist sozusagen laut Ausweis meine zweite Heimat. Manche sind ja immer stolz auf ihre Heimaten. Ich habe zwei, eine deutsche und eben eine türkische. Und ich bin bei beiden nur relativ bedingt stolz, muss ich sagen gerade. Diese türkische Heimat, das ist das Gebiet, wo in den letzten Jahren genau das Gegenteil passiert ist. Die Reaktionärsten haben sich an die Macht, sind an die Macht gekommen. Die frauenfeindlichsten, die undemokratischsten. Und diese Türken haben diese Kurden angegriffen. Und was ist jetzt passiert? Seit dem 20. Januar, was hat die deutsche Regierung gemacht? 4,4 Millionen Euro Waffenexporte an die Türkei. Liebe Friedensaktivistinnen, Friedensaktivisten, das ist pervers, das ist beschämend und dagegen müssen wir vorgehen. Was darf es einfach nicht geben, dass von uns dieser Krieg ausgeht. Der zweite Grund, ich mache ihn kurz, weil er auch bekannt ist. Aber das ist das Thema, das viele hier Geflüchtete nicht haben wollen und gleichzeitig vergessen, dass wir alle Fluchtursachen mitschaffen. Sei es die Ökologie, die wir hier verbraten. Sei es, dass wir Waffen exportieren in alle Länder. Sei es, dass wir Kriege, also auch Menschen, Soldatinnen und Soldaten dorthin liefern, die dort kämpfen. Dann kommen die Menschen eben hierher. Und ich will auch nicht, dass Menschen fliehen. Aber sie müssen eben fliehen. Und solange können wir uns dessen nicht, können wir nichts dagegen tun, Verzeihung. Solange müssen wir diese Menschen aufnehmen. Das darf es nicht geben, diese Geflüchteten zu bekämpfen. Wir müssen die Fluchtursachen begrenzen. Ich komme zum dritten Grund. Und der ist mir erst gestern aufgefallen, deswegen bin ich zwar wütend, aber auch ein bisschen stolz auf ihn. Ihr habt ja mitbekommen, dass es einen Mord gab vor kurzem in einer europäischen Großstadt, wahrscheinlich durch einen ausländischen Geheimdienst gemacht. So, ich sage euch, den gab es bereits vor 5 Jahren. 2013 sind 3 Kurdinnen in Paris wahrscheinlich vom türkischen Geheimdienst ermordet worden, und zwar tatsächlich ermordet, sie schweben nicht mehr nur in Lebensgefahr, sind schlicht und ergreifend tot. Ihr könnt mal raten, wie viele türkische Diplomaten denn aus den westeuropäischen und US-amerikanischen Ländern nach Hause geschickt wurden. Soweit ich weiß, null. Soweit ich weiß, null. Und das sind diese Unlogiken und diese Amoral, die existiert, diese Unvernunft, weil es einfach unglaubwürdig ist, dass die Russinnen und Russen die einzig Bösen sind und gleichzeitig die Türkinnen und Türken hofiert werden, Waffen exportiert werden, dass sie hier Morde begehen können. Sowas darf nicht sein, aber das passiert jeden Tag. Nun muss ich schon sagen, weil es ja immer auch ein bisschen vorgeworfen wird, dass wir die Russen toll finden würden, das ist nicht der Fall. Putin ist ein Patriarch, frauenfeindlich, homophob. Er vertritt egoistische Interessen in Syrien. Gut, das Gleiche kann man eben von Trump und Erdogan genauso sagen. Genauso sagen. Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, geht es eben nicht nur gegen die Putins, sondern auch gegen die Trumps und Erdogans dieser Welt. Aber jetzt komme ich mal zu uns. Jetzt komme ich mal zu uns, weil es mich doch ein bisschen nervt, es ist fast schon en vogue zu sagen, scheiß Trump, scheiß Putin, scheiß Erdogan, alle doof. Das Problem ist ja, wir machen das ja alles mit. Wir machen das ja alles mit. Die Regierung ist eben die Waffen in die Türkei exportiert. Es sind eben wir hier in Katterbach, in Grafenwöhr, Hohenfels, die es nicht verhindern können, dass hier für den Krieg trainiert wird. Und kommen wir mal zu Putin, der ja der große Feind des Ganzen ist. Wenn es um Wirtschaft geht, könnte man ja einiges tun. Die ganzen Gasimporte. Wir könnten versuchen, sozial-ökologisch zu denken. Dann wären wir unabhängig, wenn wir lokal das organisieren würden. Aber nein, das passiert nicht. Deswegen geht es von uns aus. Wir müssen Sachen verändern. Und deswegen komme ich mit 2 Punkten zum Schluss. Wir haben ja Landtagswahlen 2018. Wir haben immer wieder Wahlen. Und ich mache jetzt keine Wahlwerbung. Ihr habt gehört, auf welche Partei ich stehe. Ich mache keine Wahlwerbung. Ich sage nur, dass ihr vielleicht schauen könnt, welche Parteien für manche Sachen nicht stehen oder wofür sie eben stehen. Wer möchte denn keine Waffen exportieren?
Wer möchte denn, dass in Katterbach, Grafenwörth, Hohenfels die US-Amerikaner nicht trainieren? Wer möchte denn einen sozial-ökologischen Umbau, liebe Friedensaktivistinnen und Friedensaktivisten? Ich sag nicht, wen ihr wählen sollt, aber ihr könntet zumindest überlegen, wen ihr nicht wählt in den nächsten Jahren. Und ich komme damit zum Schluss, zum letzten Punkt. Ich habe mit Angst und Wut angefangen. Aber was ich hier sehe, und es ist kein Honig ums Maul geschmiert, ich war letztes Jahr auch schon in Ansbach, was ich hier sehe, gibt Mut und Hoffnung. Und die Rechten sind die, die mit Angst und Wut agieren. Linke haben Mut und Hoffnung. Und deswegen, liebe Friedensaktivisten und liebe Friedensaktivisten, bringt ihr mir den Mut und die Hoffnung wieder mit. Denn es geht nicht nur darum, am 14. Oktober oder wann auch immer die Stimme abzugeben, sondern es wird immer darum gehen, auf die Straße zu gehen, es den Mitmenschen zu erzählen, worum es geht und politisch aktiv zu sein. Und das seid ihr. Vielen, vielen Dank, liebe Ansbacherinnen, liebe Ansbacher. Ja, vielen Dank, lieber Artisch, für diese engagierte, klare Rede. Als nächster Redner und als letzter Redner begrüße ich ganz herzlich den Landtagsabgeordneten der Grünen, Martin Stümpfig aus Feuchtwangen. Und er ist ja auch ein spezieller Gast, weil er hat ja lange für die Stadt Ansbach gearbeitet als Umweltingenieur. Und ich denke, er kann einige Dinge zu sagen zu der Belastung von Umwelt und Gesundheit der Menschen hier vor Ort. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Aktive in der Friedenspolitik. Ja, es ist notwendig, es ist verdammt notwendig, dass wir heute hier ein klares Zeichen setzen für Frieden und für eine gerechte Welt. Und es ist notwendiger denn je, denn wenn wir schauen, was momentan in der Welt passiert, und ich nehme jetzt als erstes einmal das Beispiel heraus mit unserem Atomwaffenarsenal. Wir haben nach wie vor 14.000 Atomsprengköpfe weltweit. Und unsere neuen Atommächte, was machen sie denn momentan gerade? Jetzt geht es darum, das Ganze zu modernisieren. Die sind zwar in der Stückzahl etwas reduziert worden, aber momentan sind alle dabei zu modernisieren. Und was heißt denn modernisieren? Modernisieren heißt nichts anderes, als sie zwar kleiner zu machen, aber effektiver und präziser, um die Hemmschwelle für den Einsatz zu senken. Um ganz klar zu sagen, jawohl, für den militärischen Gebrauch sind die Alten vielleicht nicht einsatzbereit, aber wenn wir neue, wenn wir moderne machen, dann kann es funktionieren. Und das ist klar ein Verstoß gegen den Atomwaffensperrvertrag. Und wir sagen ganz klar, nein, das wollen wir auf keinen Fall. Keine Modernisierung, wir wollen eine atomwaffenfreie Welt. Und wenn wir nach Russland blicken oder momentan auch in die USA, dann habe ich durchaus Sorgen. Wir haben heute schon drüber gesprochen. Wir haben momentan einen Präsident Trump, der alle Gemäßigten aus seinem Kabinett wirft, der jetzt einen Außenminister benannt hat, Pompeo, der wirklich ein Hardliner ist, der mit einem Boten einen neuen nationalen Sicherheitsberater hat, der unter Bush den Irakkrieg vorbereitet hat. Das sind Hardliner erster Güte. Und da muss man sich schon fragen, in welche Richtung steuern wir? Und leider muss ich dann viel, also es gibt einige Stimmen, die sagen, Trump würde sich sein Kriegskabinett zusammenstellen. Ja, ja, und ja. Da kann man sagen, ja, so sieht's momentan aus. Und wir müssen klar dagegen aufstehen. Und deswegen freut mich auch der letzte Samstag, denn in den USA über 1 Million Menschen gingen auf die Straßen. Viele, viele Jugendliche. Und mich freut's, dass auch heute so viele Jugendliche da sind, wo ganz klar sagen, wir wollen uns unsere Zukunft in die eigene Hand nehmen und hier dagegen aufstehen. Und dieser Marsch fürs Leben, der letzten Samstag da stattgefunden hat, der wird vielleicht diesen weißen, verbohrten Männern endlich mal zeigen, dass man nicht auf Waffengewalt mit noch mehr Waffengewalt reagieren kann, egal ob das eine Schule ist oder Nahost, sondern dass wir endlich eine Abrüstung brauchen, dass wir in einer friedlichen und gerechten Welt leben wollen. Aber ich möchte es auch wie mein Vorredner machen, wir können nicht immer nur schimpfen, was machen die anderen falsch. Wir müssen auch selber vor unserer Haustür kehren. Und da,
Ist es wirklich so, dass wir nach wie vor Rüstungsexporte machen? Ein Land, wo wir sind wirtschaftlich so gut, dass diese Rüstungsexporte dass wir die überhaupt nicht nötig hätten. Wir exportieren nach wie vor in die Türkei, das ist schon ausreichend angesprochen worden. Wir exportieren aber auch Waffen nach Saudi-Arabien zum Beispiel, wo unsere deutschen Patrouillenboote dafür benutzt werden, dass ein bitterarmes Land wie Jemen abgeschnitten wird von jeglicher Lieferung. Das kann nicht sein. Schluss mit diesem Waffenexport. Und Schluss auch mit den Waffen, mit diesen sogenannten Kleinwaffen. Das klingt immer so, ja Gott, das sind ja kleine Waffen. Aber wir haben Länder, auch in Mexiko, wo dann zum Teil ganze Fabriken aufgebaut werden, weil man halt von Deutschland nicht mehr so leicht exportieren kann. Also baut man dann die Fabriken anderswo und produziert hier Kleinwaffen. Und es muss auch endlich Schluss sein mit dieser Geheimnistuerei, dass wir unsere deutschen Rüstungsexporte in Hinterzimmern beschließen lassen, vor Ausschluss der Öffentlichkeit. Da brauchen wir endlich Transparenz, was passiert, damit genau solche Fälle, wie eben schon erwähnt, dass wir sagen, in die Türkei im Januar diesen Jahres mehrere Milliarden Rüstungsgelder zu genehmigen, das darf nicht sein. Endlich Schluss damit. Aber lassen Sie mir noch kurz einen Bogen spannen, auch nochmal zu anderen Gründen, weil ich bin im Bayerischen Landtag für unsere Fraktion für Energiepolitik und Klimaschutz zuständig. Und wenn man sich mal anschaut, wo sind Lösungen, beziehungsweise was sind eigentlich Ursachen für viele Konflikte? Und dann sind viele Konflikte, wie zum Beispiel auch in Syrien, verursacht von einer Dürre, die es jahrhundertelang nicht so gab. Und wir wissen, unsere Klimaforscher sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass solche Jahrhundertdürren auftreten, in Zukunft um das 2- bis 3-fache erhöht sein wird. Das heißt, wir müssen auch, um das Ganze in einem ganzheitlichen Zusammenhang sehen, dass wir sagen, wir müssen vorbeugenden Klimaschutz betreiben. Wir müssen die Länder, die Entwicklungsländer, die keine eigenen Mittel haben, sich an den Klimawandel anzupassen, die müssen wir unterstützen. Wir müssen endlich Fluchtursachen bekämpfen und wir müssen Entwicklungshilfegelder aufstocken. Und wie gut es funktioniert, ich war 2,5 Jahre als Entwicklungshelfer in Mali, wie eine Hilfe für Selbsthilfe gut funktionieren kann, das habe ich dort erlebt. Und es ist traurig, dass wir in Deutschland immer noch bei 0,5% unseres Bruttoinlandsprodukts für Entwicklungshilfe rumkrebsen und der Verteidigungshaushalt ist das 3-fache. Also endlich Entwicklungshilfe aufstocken. Und auch endlich diese schädlichen Exportsubventionen für Agrarprodukte beenden, die den Kleinbauern in aller Welt, ob in Afrika, Südamerika oder sonst wo, die Existenzgrundlage berauben. Und endlich einen fairen Handel einführen, der nicht nur darauf ausgerichtet ist, dass wir noch unsere überschüssigen Produkte irgendwo an den Mann bringen, sondern die klar dafür ausgerichtet ist, dass wir sagen, wir sitzen alle in einem Boot und wir wollen die weniger entwickelten Länder mitnehmen, wir wollen sie unterstützen für eine gemeinsame Politik und darauf müssen wir unsere Politik ausrichten. So weg von dieser einseitigen Logik, die immer nur ein Wachstum in den Industrieländern ist, hin zu einer Handelspolitik, Finanzpolitik, Außenpolitik, die klar sagt, wir sitzen alle in einem Boot und wir wollen eine gerechte und friedliche Welt überhaupt gänzlich. Lass ich mich zum Schluss noch zu unserer Region kommen und zu Kaderbach, zu unseren US-Streitkräften. Ich bin nicht der Meinung, dass sich die Sicherheit bei uns erhöht, dadurch, dass wir hier in Kaderbach US-Streitkräfte stationiert haben, die unter einem Oberbefehl von Donald Trump stehen. Und wir hatten im Kreistag am 9. März eine lange Debatte. Wir haben von uns Grünen einen Antrag eingereicht für mehr Lärmschutz, für Schutz der Anwohner vor Luftschadstoffen und Lärm. Und was im Kreistag dann passiert ist, war, dass vor der gesammelten Mannschaft der 70 Kreistagsmitglieder die stationierten Einheiten
oben ein Podium hatten von 2 Stunden, konnten sie erklären, um was es geht, was sie hier machen, welche Routen sie fliegen und so weiter und so fort. Die Anwohner hier, bei uns im Landkreis, denn die Stadt Ansbach, muss ich ja wirklich sagen, ist hier, wir haben den gleichen Antrag gestellt, wie die Stadt Ansbach bereits 2009 beschlossen, dass wir sagen, Nachtflugverbot und kein Überflug von bewohntem Gebiet. Überhaupt. Im Kreistag haben wir es noch nicht geschafft. Überhaupt. Im Kreistag bieten wir den US-Streitkräften dieses Podium und unsere lärmgeplagten Anwohner haben so ein Podium noch nicht bekommen. Das darf es nicht sein, liebe Freundinnen und Freunde. Was der oberste Chef von der US-Einheit gesagt hat, der Herr Cole, ist, ja, die Gegend sei zu dicht besiedelt, dass wir bewohntes Gebiet vermeiden könnten. Ja, das sagen wir auch. Unsere Region ist zu dicht besiedelt. Sie ist zu dicht besiedelt, dass wir hier nach wie vor Kriegsübungen machen können. Dafür ist unsere Region einfach nicht geeignet. Leider wurde unser Antrag abgelehnt, aber nach so einem Podium ist es natürlich auch kaum anders zu erwarten. Die einzigen, die mit uns mitgestimmt haben, war die ÖDP und der Herr Egerer, der heute auch da ist von der SPD. Alle anderen Fraktionen im Kreistag haben gegen unseren Antrag gestimmt. Wir werden aber nicht nachlassen. Wir werden uns weiter dafür einsetzen, dass wir hier Frieden haben in der Region. Und egal, ob es jetzt hier in Ansbach ist, ob es in Deutschland ist oder weltweit, ich danke Ihnen allen heute. Es ist so wichtig, dass wir hier auf die Straße gehen und ein klares Signal setzen für Frieden, für eine gerechte und friedliche Welt. Da danke ich Ihnen ganz herzlich und den Organisatoren, Frau Schwarz, Herr Boris, dass Sie das heute mit organisiert haben. Und vor allem herzlichen Dank fürs Kommen. Herzlichen Dank an die tolle Klavierspielerin. Super, also ganz ein tolles Lied. Schön, dass Sie einen friedlichen Marsch. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Martin Stümpfig. Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank an alle, die heute hier runtergekommen sind, an den Martin-Luther-Platz. Ich habe es jetzt mal vorhin überzählt, es waren rund 300 Menschen, die wieder ein deutliches Signal für Frieden statt Aufrüstung gesetzt haben. Danke dafür. Wir begeben uns jetzt auf den Ansbacher Ostermarsch, angeführt von den Batuqueros, über die Würzburger Straße, den Kasandamm, die Residenzstraße, den Schlossplatz wieder zurück. Und ich lade euch alle herzlich ein, zumindest noch ein Stück mitzugehen und die ich dann nimmer sehe, jetzt schon mal frohe Ostern. Hinter mir, Bruder. Ja, ich weiß. Ich glaube, der hat Verträge an die Zustand. Was ausgemacht. Und nochmal ein extra Applaus für die beste Demo Frankens, die Batuqueros. Und herzlichen Dank für diesen starken Ostermarsch 2018 in Ansbach. Es haben sich sogar auf dem Weg hierher noch Menschen angeschlossen,
Wir haben mal geguckt von der Brücke runter, ein Zug bis zum Prinzregenten rüber. Es werden wohl um die 400 Menschen gewesen sein. Ein außerordentliches, starkes Signal, dass wir weiter gemeinsam für Frieden, Stadtaufrüstung in unserer Stadt und Region arbeiten. Mein ganz herzlicher Dank geht an diejenigen, die Jahr für Jahr die größte Demo in Westmittelfranken immer wieder möglich machen. Da steckt einiges dahinter, nicht nur die Technik, sondern eben auch die Bewerbung. Und das ist wirklich ein ganz, ganz starker Kraftakt, den ihr alle gemeinsam hier wiederum bewältigt haben. Ich habe jetzt vorhin noch einen Herrn gehabt, der ein kurzes Wort verlesen möchte zum Abschluss. Freunde, Freundinnen des Friedens, Friedrich Schollenberg ist sicher vielen von euch bekannt. In der DDR zu der Zeit hat er sich sehr für den Frieden eingesetzt und es war damals bestimmt schwieriger als bei uns hier. Ein ganz kurzes Wort. Ich möchte ein Mensch des Friedens werden. Ich möchte so leben, dass auch andere Menschen leben können. Neben mir, fern von mir, nach mir. Das Gespräch suchen mit Andersdenkenden. Die Fragen bedenken, die sie mir stellen. Ich möchte so leben, dass ich niemanden Angst mache. Ich bitte darum, dass ich selbst der Angst nicht erliege. Ich setze meine Fähigkeiten und Kräfte für eine Gesellschaft ein, in der der Mensch dem Menschen ein Helfer ist. Ich möchte ein Mensch des Friedens werden. Ja, ich denke, vielen Dank. Ich denke, man muss auch nachdenklich das begrenzen. Das waren die richtigen Worte, denke ich, zum Ende dieser Kundgebung, die hiermit aufgelöst ist. Abschließender Dank an die Ansbacher Polizei, die uns wie immer routiniert hier durch die Stadt begleitet hat. Ich wünsche euch allen und euren Familien frohe und friedvolle Ostern und lasst uns in vielen, vielen kleinen Schritten, auch in den großen Demonstrationen wie in den kleinen Taten, auf politischer Ebene, auf persönlicher Ebene, dafür streiten, dass von unserem Boden, und hier können wir es beeinflussen in Ansbach, irgendwann nur noch Frieden und kein Krieg mehr ausgeht. Vielen Dank. Man sieht sich bald wieder, ne? Irgendwann mal. Läuft sich vielleicht ein Konzertli. Ja, grüß dich, du. Servus. Du bist doch öfter im Störtebecker, oder, beim Show? Naja, wir sind jetzt meistens im Büro zum Treffen. Warte. Okay. Dumme.